Wir hatten gerade eine fantastische Vorführung hier bei Trinov. Und hier wurde ein wahnsinniger Materialschlacht wurde hier realisiert. Und zwar 16 Subwoofer sind hier allein eingebaut. Trinov wird dieses Jahr 20 Jahre alt und da ist was Besonderes passiert. Die haben eine Entwicklung für einen, ja, eine Bassabsorption in ihrem Setup realisiert. Das wird jetzt hier erstmalig vorgestellt. Man hat eine Abweichung vom Bass von nur 2 dB vom Master Seat. Rund im Raum überall gleichmäßigen Bass. Also ist wirklich technisches Meisterwerk. Wir haben auch bei uns in Luxemburg Trinov in unserem Kino und auch Krix. Und demnächst werden wir auch dieses Setup, natürlich nicht mit 16 Subwoofern, aber mit 8, die haben wir momentan, einspielen. Und da sind wir wirklich gespannt drauf. Also wirklich auch hier ein gewaltiger Sprung nach vorne und das hat auch richtig Spaß gemacht. In diesem Messekino von Krix wurde ein 13.16.6 Setup realisiert. Das heißt, allein auf der horizontalen Ebene sind 13 Lautsprecher installiert, 6 in der Decke, 8 Subwoofer vorne und 8 hinten. Wahnsinns-Setup. Die genaue Beschreibung der Lautsprecher findet ihr in der Videobeschreibung. Das Bild wurde von einem Sony 4K-Projektor mit 10.000 Lumen auf eine 5,80 Meter breite 21:9 Leinwand akustisch transparent projiziert. Das Ziel war hierbei, dem Besucher ein raumumhüllendes Klangerlebnis zu ermöglichen. Für uns gibt es eine Welt vor und mit Trinov. Noch nie hatten wir bei unseren Kinolösungen bei Kunden ein so raumumhüllendes Klangerlebnis realisieren können wie mit Trinov. Aus unserer Erfahrung können wir einfach sagen, der perfekte Bass ist die größte Herausforderung in einem Heimkino. Perfekt eingestellt auf den ersten Sitzplatz hat man doch meistens in der letzten Reihe eine deutliche Überhöhung. Dies ist natürlich Trinov auch bekannt und man hat hier an Lösungen gearbeitet. Es wurde hier ein neuer Algorithmus gefunden und zwar haben wir mehrere Subwoofer an der Front, die zeitkorrekt gerichtet sind und den Bass als eine Welle durch den Raum schieben. Auf der Rückseite ist auch ein Bass-Setup, das diese Welle absorbiert. Also wir haben keine stehenden Wellen mehr im Raum, die diese Überhöhung oder Auslöschung verursachen. Dies ist wirklich eine Revolution für uns. So bekommen wir wirklich den perfekten Bass für alle Sitzplätze hin. Da sind wir natürlich absolut gespannt, wenn es zu uns kommt. Wir haben im Kino selbst haben wir einen Loop erlebt, einen Bassanstieg von 0 bis 100 Hertz und mit und ohne Korrektur. Zuerst ohne Korrektur, da hat man ganz deutlich gehört, dass man an einer Position den Bass viel lauter hatte und dann leiser wurde. Und mit der Korrektur ist der Bass sauber von unten bis oben hin hochgelaufen, ohne Auslöschung. Sowas haben wir so noch nicht erlebt. Und das auf allen Plätzen. Wir sind extra rund gelaufen. Wahnsinn. Ja, das war die ESE 2023 aus Barcelona. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben vieles erlebt hier. Tolle Inspirationen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Michels von homecinema.lu.